So tönt es, wenn der Pfarrer von der Kolumbankirche in Bangor seinem geliebten Hobby frönt, am Singen. Der Kolumban war der, der zusammen mit dem Gallus in die Schweiz gekommen ist, nur dass er im Gegensatz zum Gallus dann noch weitergereist ist. Der Pfarrer von hier heisst Marston Fitzsimmons und macht etwas aus seinem Leben. I just love to sing. I've been on ich liebe es singen, stehe schon seit über 30 Jahren auf der Bühne und habe eine wunderschöne Zeit. Mit 86 singe ich immer noch und spiele sogar Tennis. Still singing and playing tennis. Und das erst noch als Captain von einer Veteranenmannschaft. Dass der Marston auch noch ein guter Orgelspieler ist, muss man fast nicht mehr erwähnen. Im Jahr 1962 ist er von Belfast auf Bangor gekommen und hat als Lehrer Sprache unterrichtet. Später ist er dann Pfarrer geworden und hat unter anderem mit der bekannten Bangor Abbey predigt. Dann ist er zu dieser Kirche gekommen und hat angefangen, alles über die Heiligen hier zu lernen. Actually, the people on the continent, in France and Germany, die Leute vom Festland in Frankreich, Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und in Italien wissen mehr über unsere Heiligen als wir selber. Ich will dafür sorgen, dass man auch hier weiss, was wir für eine grossartige Kultur haben. What a great heritage we have. Wir müssen also lang suchen, bis man einen findet, der sich besser mit der Geschichte vom Kolumban und vom Gallus auskennt als der Marston Fitzsimmons. Für ihn ist klar, dass der Gallus von Irland gekommen ist. Das Problem ist, dass der Gallus ein grosser Linguist war. Darum bezweifeln viele, dass er von Irland gekommen ist. Aber man darf nicht vergessen, gerade die grossen Klosterschulen hier in Bangor haben Latein und Griechisch gelehrt. Und wenn irgendjemand vom Festland Latein geredet hat, hat man gemerkt, dass er das in Bangor gelernt hat. Es gibt sogar auffallend viele Parallelen zwischen dem Marston und dem Gallus. Beide waren schon zu Bregenz und St. Gallen, haben ein enormes Wissen und sind sehr sprachbegabt. Der Marston ist ein richtiger Fan von Gallus. Der Gallus war ein wunderbarer Mensch. Wir haben in unserer Kirche sogar einmal ein Stück aufgeführt. Alles über das Leben in St. Gallen. Und ich war der Gallus.